Im September 1988 kommt wieder Leben auf die Stammbahn. Der 150. Geburtstag der ersten Eisenbahn in Preußen steht auf dem Kalender. Per Tieflader werden die Museumsfahrzeuge der Berliner Eisenbahnfreunde nach Zehlendorf geschafft. Eine Woche lang pendelt ein Dampfzug zwischen Zehlendorf und Düppel. Sogar die Westberliner Politik befasste sich mit dem Jubiläum. Eberhard Diepgen in Zehlendorf Süd. Auch in Potsdam gedachte man des 150-jährigen Bestehens der Eisenbahn in Preußen. Allerdings weniger an die Strecke Potsdam-Berlin. Sie war ja für die meisten DDR-Bürger unerreichbar. Doch glücklicherweise wurden auch die Eisenbahnwerkstätten 150 Jahre alt. Jeder wusste, um was es ging. Nur das Kind hatte einen anderen Namen. Diese Bilder sind bekannt. Die Ereignisse überschlugen sich. Ab dem 22. Januar 1990 fuhren wieder Personenzüge zwischen Berlin-West und Potsdam. Ausfahrt in Wannsee. Der Bahnhof Griebnitzsee. Seit 1949 heißt er so. Vorher hörte er auf den Namen Babelsberg-Uferstadt und noch vorher auf Neubabelsberg. 1874 ging er in Betrieb. Doch seine Funktion als Grenze- und Kontrollbahnhof brachte ihn in Verruf. Jeder Transitzug von und nach Berlin wurde hier gefilzt. Im Januar 1990 war es nicht mehr ganz so schlimm. Immerhin durfte der jahrzehntelang hermetisch abgeriegelte Bahnhof wieder betreten werden. Aus Wannsee rollt der Zug nach Potsdam heran. Die blecherne Lautsprecherstimme fordert zum Bereithalten der Reisedokumente auf. Realität im Frühjahr 1990. Sommer 1991. Reisedokumente sind für die Fahrt von Berlin nach Potsdam nicht mehr nötig. Potsdam-Stadt hat jetzt sogar einen Intercity- und Eurocity-Anschluss. Die Bahn kommt. Die Zugzielanzeiger verkünden jetzt Orte, von deren Erreichbarkeit der normale DDR-Bürger nur geträumt hat. Charakteristisch für den Bahnhof Potsdam-Stadt ist der Laternenaufsatz mit dem Berliner S-Bahn-Symbol. Am 1. April 1992 kehrte das weiße S auf grünem Grund wieder auf seinen angestammten Platz zurück. Mit dem üblichen Prozedere der Nachwendezeit wird die neue alte Verbindung wieder in Betrieb genommen. Seit 1862 gibt es im Ortsteil Babelsberg einen Bahnhof an der Stammbahn. Zuerst hieß er Neuendorf und ab 1938 trägt er seinen heutigen Namen. In den 99 Jahren bis zum Mauerbau erlebte er nur im letzten Drittel S-Bahn-Züge an seinen Bahnsteigkanten. Nach den unseligen Sperrmaßnahmen endeten hier für fast drei Jahrzehnte Dieseltriebzüge. Auch im ehemaligen Grenzbahnhof Griebnitzsee darf die S-Bahn wieder halten. Schon im April 1992 sind die Spuren der Grenzkontrollstelle weitgehend beseitigt.
Seit 55 Jahren sind nun keine Züge mehr auf der ersten Eisenbahn Preußens unterwegs. Nördlich vom Bahnhof Griebnitzsee hat die Grenzziehung alle Spuren beseitigt. In Kohlhaasenbrück im ehemaligen Westberlin ist der Bahndamm noch gut erkennbar. Sogar eine Brücke überspannt noch die Machnower Straße. Eine Gedenktafel erinnert an die erste Eisenbahn in Preußen. Hier kreuzte die Stammbahn den Teltowkanal. In den letzten Kriegstagen wurde die Brücke zerstört und danach nicht mehr aufgebaut. Ein Weg im Wald lässt die Eisenbahntrasse erahnen. In einer kleinen Laubenkolonie findet sich die Bestätigung. Kilometersteine schmücken die Gärten. Weiter nördlich verlässt die Trasse wieder das Stadtgebiet. Eine Mischung aus Schotter und Moos bilden für die nächsten 500 Meter den Untergrund. Hier und da liegen oder stehen noch verrostete Signaldrahtabdeckungen. Im Dickicht kaum zu erkennen, ein Kilometerstein der Stammbahn. Wann wurde er wohl aufgestellt? Ein eindeutiges Relikt ist die Brücke über die 1969 stillgelegte Autobahn im Machnower Busch. Die breiten Widerlager lassen gewagte Planungen vermuten. Jenseits der stillgelegten Autobahntrasse beginnt wieder der breite Grenzstreifen. Der Damm ist abgetragen und nichts erinnert mehr an die Eisenbahn. Nur der Straßenname in Kleinmachnow zeugt von der Stammbahn. An der Stadtgrenze zu Berlin-Zehlendorf im Ortsteil Düppel taucht die Trasse wieder auf. Sogar Gleise liegen noch. Der Prellbock setzt markant seit über 50 Jahren jeder Weiterfahrt ein Ende. Es ist kaum zu glauben, dass noch 1988 ein Museumszug hier seine Endstation hatte. Bahnübergang über die heutige Klauertstraße. Postmodern zeigen sich die Reste vom erst 1972 eröffneten S-Bahnhof Zehlendorf Süd. Nur 8 Jahre hielten hier S-Bahn-Züge. Kurz vor dem Bahnhof Zehlendorf überquerten einst die Bankierszüge zwischen Potsdam und Berlin die Trasse der Stammbahn. Heute zeugen nur noch die verrotteten Widerlager von der ersten Schnellbahnverbindung Potsdam-Berlin. Am Bahnhof Zehlendorf erreichen wir die Wannseebahn. Die Gleise der ersten Eisenbahn in Preußen sind gekappt und rosten vor sich hin. Nach dem aktuellen Planungsstand der Deutschen Bahn soll die alte Verbindung reaktiviert werden. Auch ein Datum gibt es schon. 2005 ist im Gespräch. Nach 60 Jahren wieder Betrieb auf der Stammbahn? Berlin und Potsdam würde es sicherlich gut stehen.